Hallo und herzlich willkommen auf lyrelda.de. Wir wollen uns heute das Thema Potenzgesetze anschauen. Das heißt, welche Gesetze man beachten muss, wenn man Potenzen rechnet. Das sogenannte erste Potenzgesetz können wir an folgendem Beispiel erläutern. Wir wollen ausrechnen, was ergibt 2 hoch 3 mal 2 hoch 4. Na, was können wir hier tun? 2 hoch 3 ist ja gerade 2 mal 2 mal 2. Und 2 hoch 4 ist gerade 2 mal 2 mal 2 mal 2. Das heißt, wenn wir das beide zusammenrechnen, haben wir genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal die 2. Also dementsprechend 2 hoch 7. Was uns ein bisschen verwundert, wenn wir die Aufgabe anschauen, weil man sich hätte vielleicht denken können, 2 hoch 3 mal 2 hoch 4 ist 2 hoch 3 mal 4, 12, also 2 hoch 12, aber das stimmt eben nicht, es ist 2 hoch 7. Also nicht 2 hoch 12. Wenn wir das allgemein formulieren wollen, also a hoch x mal a hoch y, während das a ist gerade die 2 und das x ist die 3 und das y die 4, dann würde gelten, a hoch x mal a hoch y ist gerade a hoch x plus y, also 3 plus 4. Das ist das sogenannte erste Potenzgesetz. Es gilt noch das sogenannte zweite Potenzgesetz. Das beschäftigt sich damit, wie man Aufgaben der Art 2 hoch 4 mal 3 hoch 4 löst. Auch hier teilen wir es wieder auf. 2 hoch 4 ist gerade 2 mal 2 mal 2 mal 2. Setzen wir Übersichtlichkeit halber Klammern drum. Und hier ist 3 hoch 4, ist 3 mal 3, mal 3 mal 3. So, jetzt wollen wir das wieder umschreiben, dass wir eine Aussage hierfür kriegen. Dann nehmen wir das erste 2 von hier und die erste 3 von hier und schreiben es in eine Klammer. Das heißt, wir haben jetzt 2 mal 3. Hier haben wir 3 2 übrig, haben wir 3 3 übrig. Nehmen wir die nächsten, die zweite 2 und die zweite 3. Jetzt kommt die dritte 3 und die dritte 2. Mal 2 mal 3. Somit haben wir alle 2 und alle 3 jetzt umgeschrieben und können dann am Ende sehen, ja, 2 mal 3 kommt gerade 4 mal vor. Das heißt, wir haben also rausbekommen 2 mal 3 hoch 4. Das heißt, allgemein geschrieben wäre es jetzt, wenn man a hoch x mal b hoch x betrachtet, a wäre 2, b 3, x wäre 4, dann bekommt man gerade a mal b in Klammern hoch x. Also 2 mal 3 in Klammern hoch 4. Das ist das zweite Potenzgesetz. Das sogenannte dritte Potenzgesetz beschäftigt sich mit der Frage, wie man Aufgaben der Form 2 hoch 3 in Klammern hoch 4 berechnet. Auch hier können wir es wieder auseinanderrufen. 2 hoch 3 hoch 4 ist ja gerade 2 hoch 3 mal 2 hoch 3 mal 2 hoch 3 mal 2 hoch 3. Also genau den gegengesetzten Schritt, den wir gerade eben immer gemacht haben. Nun, jetzt haben wir das erste Potenzgesetz herausgefunden, dass wenn man da gerade die beiden Potenzen miteinander multipliziert, dass wir dann oben dann die Exponenten addieren können. Das heißt, das ist gerade 2 hoch 3 plus 3 plus 3 plus 3. Einfach immer 3 plus 3 plus 3 plus 3 nach diesem ersten Potenzgesetz. Das heißt, insgesamt bekommen wir 2 hoch 12. Und 2 hoch 12 können wir umschreiben in 2 hoch 3 mal 4. Nun, also was passiert im dritten Potenzgesetz? 2 hoch 3 hoch 4 entspricht gerade 2 hoch 3 mal 4. Das heißt, a hoch x in Klammern hoch y entspricht gerade a hoch x mal y. Das ist das dritte Potenzgesetz. Nun, jetzt kann man sich fragen, was passiert, wenn man nicht immer mal nimmt, wie hier, sondern geteilt durch. Also wenn man schauen würde, schauen wir uns genauso an, a hoch x geteilt durch a hoch y. Was passiert dann? Wir können es ja auch schreiben als a hoch x
U-AY. Und dann nennt man statt Plus, gerade weil es Gegenoperation ist, gerade Minus. Also a hoch x minus y. Also a hoch x mal a hoch y ist gerade a hoch x plus y. Und a hoch x geteilt durch a hoch y ist gerade a hoch x minus y. Genauso wie beim zweiten Grenzgesetz. Wenn man da a hoch x geteilt durch b hoch x macht, was man umschreiben könnte als a hoch x Bruchstrich b hoch x, dann bekommen wir gerade a geteilt durch b in Klammern hoch x. Also wir können auch schreiben a Bruchstrich b in Klammern hoch x. Danke.